Damen und Herren, ich begrüße Sie heute am Samstagabend um kurz nach 22 Uhr. Schön, dass Sie alle da sind. Es wird eine interessante Runde heute werden. Interessante Gäste, intelligente Menschen schauen mich an und wollen verhindern, dass Sie 500 Euro bekommen. Wie immer. Ich werde es zu verhindern wissen. Ihr werdet sehr, sehr schwere Fragen. Ich habe heute Hilfe von oben, Herr Balder, weil heute wäre Hans-Christian Andersen 200 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und da ich ja mit dem Andersen so bin, gehe ich mal davon aus, dass der mir hier so einiges aus dem Jenseits noch einflüstert. Dann bin ich mal sehr gespannt. Edge. Wie, was heißt Edge? Edge. War Andersen nicht der Typ, der einen Zettel neben das Bett gelegt hat, ich lebe noch? Ja. Genau. Viel Spaß. Und er hat auch immer ein Seil mitgenommen, wenn das Hotel abgebrannt wäre, dass er sich hätte abseilen können. Das wird eine Hilfe, Herr Balder, wir fangen an. Ich fange an, ich beginne vorne. Und zwar eine Frage von der Patrick van Bebber aus Rees. Liegt in Nordrhein-Westfalen. Und Patrick van Bebber möchte wissen, was ist die Fati-Lagerung? V-A-T-I? V-A-T-I, Fati-Lagerung. Das ist, wenn der Papa stirbt. Und, ja, Punkt. Ne? Reicht. Fati-Lagerung. Papa ist tot und dann ist er noch oben im Schlafzimmer, kann man noch hochgehen, sich verabschieden. Und wie liegt er? Das ist die Fati-Lagerung. Ist dann so... Will jemand anders auch noch? Ist das aus dem Baumarktwesen? Also, als Pendant zur Mutter, ne? Und ist das dann... Die Mutter kommt ja irgendwo rein. Wie heißt das noch? Schraube. Ja. Und das ist also das Gegenstück zur Mutter. Ja. Und dann würde es aber Vater heißen. Da müsste dann das Gegenstück... Mutti. Von Lager. Ja. So. Ja. Ich bin ja nicht so zu Hause, aber ist die Richtung nicht super? Die ist super, super jetzt. Vielleicht ist es ja die Abkürzung von Vatikan. Und es ist doch auch tatsächlich die Lagerung von älteren Herrschaften, dass man will, dass sie noch lange Urbi et Orbi sagen können. Ja. Wahrscheinlich. Das habe ich nicht verstanden. Ist nicht schlimm, Herr Balder. Ich habe auch hier mit meinen Kollegen hier gesprochen. In Ordnung. Ich glaube, dass es sich um einen Begriff aus dem Winzerwesen handelt. Und zwar, Vatila ist ein Wein. Und wahrscheinlich ungarisch oder so. Und die Gärung dieses Weins, das ist die Vatila-Gärung. Und auch so 2 Jahre. Okay, und wie kommen wir jetzt zur Lagerung? Vatila, er hat es als Einziger nicht verstanden. Das ist mir schon klar. Aber das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe ja nicht von Gärung, ich habe ja von Lagerung gesprochen, nicht von Gärung. Vatila-Gärung. Herr Balder, ist denn Fati eine Abkürzung, V-A-T-I? Ja. Also es steht für Großbuchstaben, die Großbuchstaben stehen jeweils für einen Begriff, V-A-T-I? Ja. Nicht für einen Begriff. Also beziehungsweise jeder Buchstabe steht für einen Substantiv? So was wie ein Akronym. Vor allem teure Inkredenzien. Lagerung. Nein, steht nicht für ein Substantiv. Aber es ist eine Abkürzung. Ja. Aber ach so, Sie meinen Fati von das, was dann noch da hinten dran käme. Nicht V steht für etwas, A steht für etwas, sondern Fati, Punkt, und dann geht es noch weiter. So wie Vatikan. Nein. Auch nicht. Also schon das V steht für etwas, A steht für etwas, T und I. Ja. Aha. Lagerung. Ja. Gut, wir müssen irgendwas lagern. Richtig. V, ventilieren, vegetarisch. Ventilatoren. Ja. Vorsorglich. Vorsorglich finde ich schon sehr gut. Vorsorglich. Das ist bestimmt nicht deutsch. Auf Tiefseegrund. Lagerung. Wir müssen von Lagerung. Wir müssen das irgendwie eingrenzen. Wir müssen ja von Lagerung ausgehen. Was kann man lagern? Alles. Richtig. Also ich gebe euch mal eine kleine Hilfe. Steht weder für ein Substantiv, noch für ein Adjektiv, noch für ein Verb. So viele Bindewörter gibt es doch gar nicht. Von alter Tradition ist ja schon übernommen und dann ist im Laufe der Zeit auch ein Stück von dem U weggebrochen, sodass nur noch ein I geblieben ist. Lagerung. Na, sehr schön. Falsch. Vor allem teuer in der Lagerung. Was ist es nicht? Kein Substantiv? Kein Verb? Also es ist ja, was ist es denn? Mir würde es auch helfen, wenn mir jetzt vielleicht Jürgen von der Lippe sagt, was ist denn dann noch? Was kann es denn dann noch sein? Ja. Es sind Worte, es sind Worte. Präposition. Auch keine Worte? Nein. Das sind, dann sind es Geräusche. Lagerung. Wie zum Beispiel eine Weinflasche, um bei dem Wein zu bleiben, wenn er aufmacht. Doch, das, ja, und zwar ist es eine Lagerung. Wie lagert man sich in ein Bett in der Nähe einer Hauptstraße? Es gibt kleine Autos. Und dann gibt es Motorräder. Weiter? Trecker. Weiter? Ja, und dann noch irgendwie eine nackte Frau. Nee, Mofa. Falsch. Ist es
Synästhesie. Das heißt, stehen die Buchstaben für Gerüche oder Farben? Ist es so etwas? Nein. So etwas? Für Ausrufe. Für Zahlen. Nein. Anreden. Nein. Aber Fatih, wir bleiben bei, dass es eine Abkürzung ist, die einzelnen Buchstaben. Aber nicht für Worte. Nein. Gut, dass wir für Eigennamen. Gut, auch dass nicht. Wir Buchstaben haben. Entschuldigung, sind das auch, können das römische Ziffern sein? Nein, ne? T Nein. ist nichts Römisches. Für Städte. Ah, Volt, Ampere, Tesla und... Ida Oberstein. Wie man... Sie haben es raus. Das ist doch kein Wunder, der hat doch die Lösungskraft. Sind das denn, können das chemische Formeln sein? V, A, T, I? Nee, auch nicht, oder? A, T, I? Sind keine chemischen Formeln, nein. Ich bin heute ganz lieb. Heute ist 2. April. Gestern hat sie mich verarscht, heute bin ich ganz lieb. Ich hab sie doch wirklich nein, lieb, Herr Walder. Das hat es doch wirklich ganz deutlich lieb. Gemacht. Ja, ich weiß doch. Ich weiß es. Aber ehrlich gesagt, ja, ich bin im Moment total irritiert. Das ist mir klar. Wenn das eine Abkürzung ist von etwas und es sind irgendwie keine Wörter und sind keine Geräusche, Wörter. Keine chemischen Formeln. Was könnte es denn sein? Was bleibt denn noch übrig? Buchstaben. Richtig. Das ist eine Abkürzung für Buchstaben. Für V, A, T und I. Steht das exakt. Das ist, ja, beim Scrabble kommt das V, A, T und I kommt oben links hin, weil die haben dieselbe Punktzahl oder so. V ist die Abkürzung für V, wo bin ich denn hier? Sie haben doch einen Knall. Ist es aber. Die Fatih-Lagerung. Wir sind bei der kranken Gymnastik in einem Krankenhaus. V, Beine auseinander. A, Arme über dem Kopf. T, keine Ahnung. Y-M-C-A. Wo sind wir? Bei der Krankengymnastik? Im Krankenhaus. Nein, im Krankenhaus sind wir schon, aber nicht bei der Krankengymnastik. Leichenschauhaus. Das gibt's so. Jetzt wird's interessant. Doch, Mann! Leichenschauhaus. Die haben eine Kammer. Die Buchstaben haben ja immer ganz unterschiedliche Anzahl von Leichen, weil es gibt ja viel mehr Leute mit S. Und mit S stimmt Schmidt. Die mit V, mit A, mit T und I liegen im ersten Raum. Im zweiten Raum liegt der mit S, aber dafür mit Q. Und X zusammen, damit das nicht zu voll wird. Ja, sehr schön. Aber Leichenschauers war nicht schlecht. Ich habe dran gedacht, als ich sie gesehen habe. Ja, ist mir klar. Also was ich halt überhaupt nicht kapiere, wenn wir im Krankenhaus sind und es ist irgendeine Lagerung und V steht auch nicht für Verwesende oder Verbandszeug oder so, weil er sagt ja, es steht nicht für Wörter, dann bin ich sowas von auf dem Schlauch. Für eine OP vorbereitet. Das Tablett, wo die, genau, wo eben solche... Nein, das hat er nicht gesagt. Das Tablett, wo das Operationsbesteck liegt, wird in der Form V-A-T-I hingelegt. Ah, das finde ich gut. Das ist super. Genau. Das ist gut. Das ist es. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Die Lagerung der Instrumente von der OP-Schwester zu einem chirurgischen Eingriff. Falsch. Dann ist es die Lagerung von der OP-Schwester selbst. Was wird denn gelagert? Er hat gesagt. Ich nicht. Aber Krankenhaus hatten Sie gesagt. Sehr interessant. Ich habe es sehr interessant, aber ich habe nicht gesagt, richtig. Nee, das ist hier anders. Wenn du auch nur hoffst, hier. Also Leichenschauhaus ist es nicht, sage ich euch. Aber es ist Krankenhaus. Es ist Krankenhaus. Also, wenn es die Lagerung vielleicht doch von Akten ist und es geht wirklich nur um die Buchstaben, also V-A-T-I, es geht um eine bestimmte Reihenfolge, wie man Akten oder Krankheitsvorfälle ablegt im Büro eines Krankenhauses. Verletzte. Das. Oder im Akten oder im Keller, wo man eben. Verletzte. Also wissen Sie, was ich meine? Ich weiß ja. Es geht ja nicht um Wörter, es geht ja scheinbar nur um den Buchstaben an sich. Also geht es um die Reihenfolge, aber wie man etwas. Es geht nicht um Akten. Aber es geht um die Reihenfolge, wie man etwas lagert in einem Krankenhaus. Um die Form. Es geht um die Form. Wie man Patienten vorbereitet für die OP. V ist dann, wenn man einen gynäkologischen Eingriff. T ist. Ihr Lieben, ich sag's euch mal. Ich sag's euch mal. Ihr seid zwar nah dran, aber ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Es ist ein Fachbegriff aus der Krankenpflege. Um bei bettlägerigen Patienten wegen eingeschränkter zu flacher Atmung einer Lungenerkrankung vorzubeugen bzw. eine Lungenerkrankung zu verhindern, werden im Rückenbereich Kissen untergeschoben. Die Kissen werden wie ein V gelegt oder wie ein A von oben nach unten oder wie ein T oder einfach nur wie ein I. Ja. Und dadurch erweitert sich der Brustraum, die Lungenaktivität wird verstärkt. V, A, T und I-Lagerung der Kissen ergeben, abgekürzt die Fatih
Lagerung. Das ist es. Ihr wart nah dran, gewusst. Das ist aber jeweils nur ein Buchstabe. Es wird nicht alles zusammen. Es wird nicht alles zusammen gemacht. Nein. Fatih-Lagerung. Patrick van Bebber. 500 Euro für Sie. Gratuliere. Sehr gut. Wir kommen zu Josef Auer. Er wohnt in St. Florian, das liegt in Österreich. Und er möchte etwas sehr Schönes wissen. Ein Tutti-Schwein. Was ist das? Tutti heißt doch alles, oder nicht? Ja. Tutti Frutti, gab's da nicht mal was? Dass ich jetzt hätte sagen sollen, Herr Baller, waren Sie nicht mal ein Tutti-Schwein. Aber das hätte ich jetzt niemals gesagt. Nein. Dann wäre es ja ein Tutti-Frutti-Schwein gewesen. Eben. Ich rede ja nur vom Tutti-Schwein. Also Tutti heißt ein Alles-Schwein. Ein Schwein, an dem alles dran ist. An dem alles benutzt wird. Ein Schwein, das nicht komplett nachher weg ist. Aus dem Orchesterwesen. Aus dem Orchester. Cosi van Tutti. Genau. Ja. Das ist, wenn alle spielen, das ist ja ein Tutti. Ja. Und das Tutti-Schwein ist die Sau, die nicht mitspielt. Ist das ganz nah dran. Das ist aber eine geile Antwort. Das stimmt auch. Das ist im Orchester der sich hinten einen Lenz macht und alle proben oder so. Das hat was mit der Triangel. Nein, die arme Sau, die aber arme hat Sau, es was mit einem Orchester zu tun? Das ist die Sau, die falsch spielt, ja, glaube ich. Ne? Also, oder? Nein, Orchester ist richtig, Freunde. Hammer. Orchester, ich weiß es auch. Ein Tutti-Schwein. Ja, vielleicht ist das ein Mitglied des Orchesters, das sehr viele Instrumente kann und muss dieses ganze Konzert über. Aber weil es ja ein Schwein ist und weil die wahrscheinlich ihre Kollegen nicht wirklich so titulieren wollen, vielleicht ist das so ein Säuberungsgerät für die Posaune oder für alle Blasinstrumente. So wie ein Pfeifenreiniger, dass sie zwischendurch ihre Spucke daraus. Und das Schweinchen, also das Schweinchen heißt dieser kleine Besen, der das sauber macht. Und der ist eben Tutti für alle. Ist das jemand, der gar nicht spielen kann und wie ein Komparse nur hingesetzt wird, damit es, wenn sie alles spielen, Tutti so aussieht, als ob sie alles spielen? Er halt nicht, er tut nur so und da kriegt er auch keine Soli. Oder er kriegt trotzdem Geld. So der Hausmeister. Kommen Sie mal schnell mit, spielen Sie mit. Ja, ziehen Sie sich mal den Frack an, nehmen Sie mal die Tuba. Nee, ist es nicht. Oder ist es der spielt falsch, oder? Hörbar falsch und man weiß nicht, wer es ist. Ihr seid ganz nah dran und es ist viel einfacher, als ihr vermutet. Es ist wirklich ein Schwein. Ja, das ist das Einfachste. Da sitzt ein Schwein im Orchester, guck mal, das ist unser Tutti. Vielleicht ist das Tutti-Schwein einfach nur die arme Sau, die ganze Zeit mitspielen muss. Sie hat halt keine Pause, ja, genau. Wenn es so einfach ist. Es heißt ja Tutti-Schwein. Das hat ja was zu bedeuten. Was ist Tutti jetzt? Was ist Tutti alle, jetzt? Wenn sie alle spielen. Wenn sie alle spielen. Das sind die keine Soli haben, sondern einfach an der Ecke sitzen und nur dran dürfen, wenn die anderen wenn alle spielen. Welche Instrumente sind das meistens? Geigen. Pauke. Richtig Antwort. Ach, Geigen. Ah. Also, Tutti-Schwein ist ein Jargon unter Orchestermusikern. Als Tutti-Schweine bezeichnen sich die Streicher eines Orchesters. Sie kommen ausschließlich alle gemeinsam, also Tutti, zum Einsatz und nie als Solisten. Geil. Arme Schweine eben, deswegen sind das die Tutti. Und ich erinnere mich noch an Ihre Wörter am Anfang der Sendung, wie schwierig es ist und dass wir nichts rauskriegen werden. Ach, ein schöner Tag! Ja. Josef Auer, es tut mir leid, auch das haben Sie gewusst. Heute möchte ich mich mal bei Ihnen bedanken für die vielen Fragen, die wir bekommen. Wir haben also bis jetzt, ich glaube, über 800 Millionen Fragen. Oder waren es 900 Millionen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Vielen, vielen Dank. Trotzdem können Sie weiter Fragen einschicken. Genial daneben, 50616 Köln. Oder Sie rufen an 01378 1020. Oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Das wissen Sie ja schon. Norbert Görlich, er wohnt in Niedereschbach, das liegt in Baden-Württemberg. Und Norbert Görlich möchte wissen, warum sind in Erfurt an einigen Gebäuden der Altstadt links und rechts über den Hauseingängen runde Löcher? Wo? In Erfurt, an einigen Gebäuden der Altstadt sind links und rechts... Was, der Anstalt? Der Altstadt. Altstadt. Sind links und rechts über den Hauseingängen runde Löcher. Und nur in einigen Gebäuden und nur in der Altstadt. Ja, warum? Und nur in Erfurt. Nur in Erfurt. Warum? Das ist nicht anständig renoviert worden. Das sind die Einschusslöcher vom Krieg.
Kleine Information, Löcher haben einen Durchmesser von 15 cm und sind ca. 30 cm tief. Sind die dazu da, um da Fahnen reinzuhängen? Ich glaube, da hat man früher Stangen zwischengelegt, die, die Straße dann quer überkreuzt haben. Also die sind immer gegenüberliegend, diese Löcher. Man hat dann da irgendwelche Stangen zwischengemacht und konnte dann aufgrund irgendwelcher Festlichkeiten, wie zum Beispiel das Erfurter Straßenfest, konnte man da dann Sachen draufhängen und damit wurde dann gefeiert. Was wurde da rangehangen? Schweine. Schinken. Und dann, ja, Schinken zum Beispiel, genau. Und dann sind die auf Pferden da lang geritten und mussten so die Stücke so... rausbeißen. Aber das finde ich gut für so traditionelle Reiterspiele. Ja. Ja. So Sandsäcke, damit die mit ihren Lanzen da dran und wer zu groß war, ist immer so Puma, Puma, Puma. Nee. Nicht Reiterspiele. Aber es geht um Festivitäten und es geht um Spiele und es geht darum, Stangen zu befestigen, an denen etwas hängt. Nein. Aber es geht um Folgendes. Wir haben doch alle in der Schule mit Strohhalmen, wir haben so kleine Dinger ausgerissen, so Kügelchen gemacht, die eingenässt und haben wir die auf andere Leute gespielt. Ich war das. Und das haben die, da sind so, die ganze Stadt Erfurt ist ausgeflippt und hat das bis zum Exzess betrieben und irgendwann haben die große Häuser gebaut, haben riesige Kugeln gemacht und sitzen dann immer über ihren, drinnen vor der Tür immer und dann geht's über die Straße auf die andere, die haben sich dann gegenseitig beschossen mit diesen. Ja, wir mussten lange kauen. Also Erfurt ist Thüringen. Hat es etwas mit Thüringer Bratwurst zu tun? Hingen an diesen Stangen Thüringer Bratwürste und der die meisten, der Bürger, der die meisten Bratwürste aß, wurde Schützenkönig. Warum? Gegen Ende bin ich dann ausgestiegen. Nein, es gab auch keine Stangen. Kann man da was reinwerfen? So was von oben, von wegen Reiter, die haben da oben was rein, vielleicht aus der Ursprungszeit. Ja, was denn? Was sollte man denn da reinwerfen? Essen. Was? Also 30 cm tief. Vielleicht gab es, vielleicht war das so ein System, das waren Häuser, die wurden vermietet an bestimmte Werkstätten. Und wenn da gerade mal ein Schreiner drin war, wurde so ein Schreinersymbol so da oben reingesetzt. Oder wenn da niemand anders reinging, raus. Ich frage mich, ob es aus dem Mittelalter ist, dass da in der Tat aber etwas befestigt wurde, um Menschen zu bestrafen. Also um Menschen zum Beispiel daran aufzuhängen. So wie an den Pranger stellen, die hingen aber dann ein paar Stunden vor ihren Häusern. Aber wozu waren denn dann die Löcher links und rechts? Ja, um da Stangen reinzustecken, damit da die Probanden dran festgehängt werden. Habe aber eben schon gesagt, keine Stangen. Stangen können wir komplett ausschließen. Thüringer Wald ist das Stichwort. Thüringer Wald. Thüringer Wald, altbekanntes Jagdgebiet. Ja. Die Thüringer sind oft nach Bayern gefahren, haben da gesehen, dass diese Köpfe an der Wand hängen. Diese Hirschköpfe oder so ausgestopfte Hirschköpfe. Und die Thüringer haben gesagt, das machen wir bei uns auch, haben aber nicht gecheckt, dass auf der anderen Seite der Hirsch nicht mehr dran war. Trotzdem haben sie Platz dafür geschaffen. Und da haben die Löcher in die Wand gemacht, von innen den Hirsch da rein und nur der Kopf kam raus. Aber 15 cm Durchmesser, kleiner Hirsch. Kids. War es ein Vielleicht. Überlauf? Ist es ein Überlauf? Unten war das Gesinde und wenn Hochwasser kam, lief unten erstmal alles voll und die oben haben überlebt. Das war Sachsen. Richtig. Vielleicht hat man Steine oder Schilder hineingelegt für Leute, die ihre Steuer nicht bezahlt haben oder sowas in der Art. Das war halt im Mittelalter so ein Stadtrecht. Wer etwas nicht gemacht hatte oder durfte, der hat da was. Das war ja über der Tür, oder? Vorratskammern oder Safes im Mittelalter? Nein. Post. Für die Post? Nein. Aber es ist über der Tür? Ja, links und rechts. Vom Eingang. Ich sag's euch mal. Über der Tür links und rechts. Ja, dann ist es, habe ich überhaupt keine Ahnung. Ach so, ich dachte. Ich werde euch sagen, ihr werdet nicht drauf kommen. Wohlhabende Erfurter Bürger besaßen früher das sogenannte Biereigenrecht. Dieses Recht gestattete den jeweiligen Personen, ihr eigenes Bier brauen zu dürfen. Und war neues Bier angesetzt, dann wurde in die Löcher Gerstenstroh gesteckt. Und die Erfurter wussten so, dass es in diesem Hause frisch gebrautes Bier gab. Das ist die Erklärung. Konnte man nicht wissen, war auch sehr schön. Ich kann endlich mal 500 Euro vergeben an Norbert Görlich aus Niederelschbach. Gratuliere Ihnen sehr. Sehr schön. Girokonto mit 3. Verena Schindelmann wohnt normalerweise in Würzburg, ist ziemlich weit weg von hier, ist aber heute unter uns. Verena, wo sitzen Sie denn? Wo sind Sie? Dort. Verena Schindelmann hat eine sehr schöne Frage. Ich bin gespannt, ob ihr mir die beantworten könnt. Was ist ein Phantomverweigerer? Ein was? Ein Phantomverweigerer. Also es hat nichts mit Verweigerung im Militärdienst zu tun. Ich muss die Frage anders formulieren. Es gibt ja Wehrdienstverweigerer. Hat es etwas damit zu tun, Herr Balder? Nein. Danke. Sehr schön.
Phantomverweigerung. Aber ja, in gewisser Hinsicht schon, weil es hat ja damit zu tun, dass sie sich weigern, mit so einer Phantom zu fliegen. Es gibt ja viele Leute, damals früher, als es die DDR noch gab, gab es ja diese Kampfjets auch. Gab es damals schon Phantomflieger? Weiß ich nicht. Starfighter. Aber nicht in der DDR. Die sind ja immer runtergefallen. Wie wär's denn mit Pferde? Entschuldigung. Ja, und dann haben ja viele Leute gesagt, ich kann nicht auf meine Brüder und Schwestern im Osten schießen. Wie jetzt auch unser neuer Wehrbeauftragter, der gesagt hätte, er hätte sich jetzt seine Meinung aber geändert. Was das angeht, ja. Ich bin für Pferdesport. Pferde verweigern sich doch gerne vor... Ach, du warst doch gar nicht fertig. Nee, mach mal. Das ist, Entschuldigung. Pferde verweigern. Ich dachte, die Richtung war jetzt nicht so wirklich... Willst du es noch? Haben wir schon raus? Okay. Schon raus. Pferdesport war beim Militär. Also Pferde verweigern sich doch gerne vor Hindernissen. Und Phantomverweigerer ist vielleicht ein Pferd, was schon so schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Hindernissen, Aua, Barren und so weiter, dass die eben auch auf freier Wildbahn völlig unmotiviert sich mal verweigern, obwohl es gar kein Hindernis in dem Sinne gibt. Ach so, das ist also das Nicht-Hindernis ist dann das Phantom. Ja. Hier ist kein Hindernis, aber ich verweigere mal. Genau. Ich glaube, es ist auch eine Verweigerung vor etwas, was gar nicht existiert. Also wie zum Beispiel, wenn ein Österreicher den deutschen Militärdienst verweigert oder sowas. Ich mach da nicht mit. Ich mach sowas. Nee. Kann es was mit der Psychotherapie zu tun haben? Zum Beispiel? Ja, dass zum Beispiel jemand auf der Couch liegt und sagt, ich sehe Leute. Und sagt der andere, nein, Sie sehen keine Leute. Ich weigere mich, das zu glauben. Und dann sagt, ich weigere mich, das zu glauben, dass Sie Phantome sehen. Das wäre dann aber der Psychiater. Kannst du woanders hingucken, das macht mich nervös. Aber sind wir denn in der Medizin, weil es ja Phantomschmerzen gibt? Sind wir in der Medizin? An sich weniger, ne? Sind wir nicht, Verena? Nein, wir sind aber wir nicht sind bei nicht anderen Schmerzen. Andrew Lloyd Webber. Und zwar, das ist jemand, der sich alle Musicals von dem Mann anguckt, nur nicht das Phantom der Oper. Warum? Der was? Nur nicht das Phantom der Oper. Warum nicht? Ja, weil wenn er sich Starlight Express verweigert hätte, dann wäre es ein Starlight-Verweigerer gewesen. Ja, das ist sehr gut. Wir sind doch bei der... Entschuldigung. Wir sind doch beim Wehrdienst. Phantomverweigerer sind nämlich die, die in der Statistik auftauchen als Verweigerer, aber eigentlich gar nicht existieren. Zum Beispiel? Die gibt's ja nicht, gibt's kein Beispiel. Also es ist... Die tauchen halt irgendwie auf. Das ist jetzt Jürgen Müller, der taucht da irgendwie auf. Alter, sowieso, der ist aber schon lange gar nicht mehr existent. Der taucht nur in der... bin ich gar nicht mehr dran. Nee. Ach so. Das sind sie, die untauglich sind und trotzdem nicht darauf verzichten zu verweigern. Nochmal. Die sind untauglich geschrieben, haben sich jahrelang vorgenommen, ich verweigere den Wehrdienst. Und dann geht die Sau hin und sagt, du bist auch gar nicht tauglich. Und ich verweigere sagt trotzdem. Er, ich verweigere trotzdem. Weißt du, erstmal ganz toll. Die, die gar nicht eingezogen werden. Bitte? Die, die gar nicht eingezogen werden. So. Und die in der Statistik von irgendwelchen Militaristen als Verweigerer geführt. Gib euch mal einen kleinen Tipp, es hat nichts mit dem Militär zu tun. Ich glaube, nichts mit der Medizin. Nein. Phantomverweigerer kommt, glaube ich, aus der sozioökonomischen Wirtschaftspersonalwissenschaften. Sehr schön. Und zwar ist das jemand, der eine... Könntest du das nochmal wiederholen? Nein. Ich könnte es abkürzen. Ja? Ö-Punkt. Und zwar, jemand, der... Nee, S-Punkt, das fing ja mit sozioökonomische Personalwissenschaften an. Auf jeden Fall jemand, der sich aufgrund von Phantomängsten oder aus Phantomgründen... Ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit. Das ist ein bisschen. Aber wenn du Schuppen hast, musst du die hier nicht lassen. Also der verweigert sich aus fadenscheinigen Gründen, weil er... Also kommen wir nochmal zurück zu meinen sozioökonomischen, personalwissenschaftlichen... Jetzt lassen wir doch dem Mädchen das Geld geben. Ich glaube auch. Nee, ich weiß es. Oh. Ich weiß es. Ja. Es ist ein Schmetterling. Ja. Schöner Name. Aber das ist gut. Insektenreich? Ist Insektenreich richtig? Nein. Tiere, Pflanzen? Es hat was mit Tieren zu tun, das ist richtig. Wie man sieht. Säugetieren, Herr Balder? Oh ja, oh ja, Chamäleon. Oh ja. Chamäleon? Bitte? Im Chamäleon? Gute Sache, Chamäleon. Aber falsch. Ja. Ja. Ah, siehst du, so geht das. Es was bei Männchen, das den Geschlechtsverkehr verweigern will, obwohl kein Weibchen da ist? Bald umgekehrt, es ist ein... Das,
Umgekehrt. Umgekehrt. Könnte man im weitesten Sinne vielleicht sagen. Fast so sehen. Also vielleicht, ich wäre also ein Weibchen, das sich einem Tier verweigert, was eh nichts von ihm will. Also, das ist ja das Problem. Also von dem Tier. Ah, kennt ihr Shakespeare? Viel Lärm um nichts. Nix. Also wie war das nochmal hier? Das Tier tut so. Was hast du eben gesagt? Das Tier gesagt, ein Männchen, das nicht, das den Geschlechtsverkehr verweigert, obwohl kein Weibchen da ist. Nein, es ist so, es tut ah, so. Oder ist es ein Hengst, der sie, oder ein Bulle, der sich weigert, auf dieses Absamungsgerät zu springen? Ah, das ist gut. Das finde ich sehr gut. So eine Frage mit so einem Augen? Kein Bulle. Ein Hengst. Kein Hengst. Ein anderes männliches Tier. Ein männliches Schwein. Das weibliche Tier tut so, als möchte es nicht, obwohl es eigentlich will. Ein Rammler. Also, wir haben es ja schon gehört eben. Ich glaube, wir müssen das so, Verena, ne? Wir müssen. Ein Eber, es ist richtig, ja, es ist die richtige Antwort. Es ist die richtige Antwort. Also, du bist schuld! Es stimmt. Der Jürgen hat damit angefangen. Jürgen hat damit angefangen. Ne? Wie gemein. Wie gemein. Also, es ist ein Fachbegriff aus der Schweinezucht. Die künstliche Sau. Die künstliche Sau. Ein hölzerner Springbock, überzogen mit Leder- oder Wildschweinfell, wird Phantom genannt. Und weigert sich ein Eber, dieses Phantom zu besteigen, um so seines Samens beraubt werden zu können, spricht der Schweinezüchter von einem Phantom. Verweigerer. Im Prinzip genau das, was Jürgen gesagt hat. Jürgen hat es gesagt, Frau von Sinn hat Eber gesagt, müssen wir so gelten lassen. Verena, ja, es tut mir leid, aber... Sie sind so Phantom verweigern. Was sollen wir machen, ne? Wie kommst du denn jetzt nach Hause? Tja, was sollen wir machen? Wir gehen nicht mit. Volker Wetterich wohnt in Föritz, das liegt in Thüringen. Und Volker möchte wissen, was ist dein Fußkreuz? Fußkreuz? Mhm. Ist es so einfach, dass wir in der Orthopädie sind, Herr Balde? Nein. Danke. Ist es ein Foltergerät? Kommt drauf an. Schmuck, es ist Schmuck. Eher nein. Ist das das Gipfelkreuz auf einem Berg? Warum soll das Fußkreuz heißen? Ja, weil die da zu Fuß raufgelatscht sind. Mein Gott. Ist es eine Tätowierung? Bitte was? Eine Tätowierung. Eine Tätowierung? Ja, es gibt doch ganz viele Tätowierungen. Am Knöchel oder Hirschgeweih hinten. Ne? Arschgeweih. Sie sollten mal öfter Ihre Sendung sehen. Ne, damit Sie. Ich glaube, es kommt aus dem Kirchenbau. Und zwar ist das das Kreuz, was auf dem Boden steht und mit, also liegt, eingelassen ist in den Boden, was mit Füßen getreten wird. Im Gegensatz zu dem Hohlkreuz? Zu dem Hohlkreuz, was an der Decke hängt, was man nur sieht, wenn man so hochkommt. Es ist eine entspannte Haltung im Büro. Achso, genau. Es hat sogar was im ganz weitesten Sinne, vielleicht auch mit Büro zu tun. Ah, es ist etwas aus dem Buchhalterwesen. Nee. Zinsfuß. Nee, ich weiß. Was für ein Fuß? Der Zinsfuß. Nee. Was wäre dann das Fußkreuz? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, was ein Zinsfuß ist. Das ist wenn man gekreuzigt wird, weil man den Zins nicht mehr bezahlen kann. Ja. Es ist was. Es ist Mathematik. Wenn man das rechnet, gibt es auch immer so. Es hat was mit Stühlen zu tun. Mit Stühlen? Ja, aha. Mit Stühlen. Der Fuß des Stuhles kann ein. Der Fuß des Stuhles, unten. Wo der, wo, ne, man sitzt da drauf und unten ist der Fuß. Und auf dieser Fuß kann ein Kreuz sein. Und das ist dann was, was für ein Kreuz? Kreuzform. Das ist eine Kreuzform. So. Für kleine Menschen. Sowas. Das ist ein Fußstern. Ja. Meine Damen und Herren, das ist ein Fußstern. Den gibt es auch als Kreuz. Rufen Sie an 080 23. Das ist ein Fußkreuz. Verstehst du? Entschuldigung, dürfte ich da noch mal einhaken bei Schmitz? Ja, immer. Richtige Antwort. Ja! Herr Baller, das ist Stunden her, dass der Mann das gesagt hat. Ich konnte ihn nur nicht so schnell, weil Hoeker es noch demonstrieren musste. Sie haben das, aber was wir eben gesehen haben, war ein Fußkreuz. Was Sie uns gerade gezeigt haben. Meine Damen und Herren, dieses Fußkreuz können Sie erwerben für... Und zwar heißt es deswegen Fußkreuz, weil dieser Fuß anfänglich, als der mal so hergestellt wurde, 4 Streben hatte, also aussah wie ein Kreuz. Genau. Aus Sicherheitsgründen haben solche Stühle heute 5 Streben. Trotzdem heißen sie immer noch Fußkreuz.
Ja. Wie lustig. Wie lustig. Ich dachte, wir machen hier Spaß und wir sind schon lange auf. Nein, 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 Spaß gibt's hier nicht, Hella. Völlig richtige Antwort von Schmidt. Absolut korrekt. Volker Wetterich, es tut mir leid, aber Sie haben es ja eben selber mitgekriegt. Irgendeine kleine Zwergnase hat immer recht. Und wir kriegen heute alles raus. Ja, alles kriegen wir heute fast, raus. Fast. Björn Herold wohnt in Wiehl. Das liegt in Baden-Württemberg. Schreibt sich W-Y-H-L, nicht das Wiehl hier im Bergischen Land. Und Björn, oder Wühl, muss ich ja sagen, ne, mit Y. Und Björn möchte gerne wissen, was ist ein Primitivstreifen? Primitivstreifen? Ja, ein Primitivstreifen. Das ist meist auf den Kanälen 3 und 4 im Hotel. Im Interconti 2 und 4. Ja, jetzt wissen wir ja alle, dass ihr Pornos guckt, ist es jetzt gut, Männer. Wie wäre es denn auf einem Golfplatz, das Stück Rasen, an dem die Anfänger sich so austoben können und immer fette Grasnarben mit ihren Schlägern in die Wiese hauen, weil die eben etwas Primitives noch nicht können. Ein Streifen Gras für Probanden. Falsch. Kann es was mit Unterhosen zu tun haben? Ja, da wollte ich auch. Jawohl! Es könnte ja sein, dass manche Männer, die und dann nennt man das, das ist schon wieder ein Primitivstreifen. Jetzt hat der Herr Balder euch da, wo er euch haben wollte. Oder man sagt, Schatz, ich wusste gar nicht, dass Baumwolle rostet. Ich bin in der Anthropologie, ich bin bei primitiven Lebensformen, als der Mensch noch relativ primitiv, auch vielleicht sogar noch auf vier Beinen am Anfang war, das Feuer sich bewegt hat. Und Primitivstreifen sind irgendwelche Ablagerungen, entweder im Gestein oder bei Höhlenmalereien, wo die noch nicht so schön die Stiere gemalt haben, sondern so tump erstmal so ein bisschen mit Steinen an der Wand rumgeschmiert haben. Und deswegen nennt der Höhlenforscher, respektive der Anthropologe, das Primitivstreifen. Ganz weit weg. Ich glaube, es hat was mit Autofahren zu tun. Ich hab es. Ehrlich? Ja. Jürgen Drews hat sich doch unbeliebt gemacht bei seiner Kundschaft. Vielleicht hat er Ballermann den Primitivstreifen genannt. Ich glaube, das war noch schlimmer, was der gesagt hat, oder? Ja, ja. Dann hat es was mit Autofahren zu tun. Ist es denn richtig? Nein, es ist nicht richtig. So an der Ampel und dann, rennen! Rennen! Ja! Dann bleibt auf der Straße so ein Primitivstreifen. Tiefer gelegten Manta? Ja, noch besser. Nee, Primitivstreifen, das sind die Polizisten, die primitiven Leute dann verhaften. Nee, ich weiß noch einen Primitivstreifen. Warum bin ich primitiv? Ja, also jetzt. Ich glaube, ich sag's euch mal. Polizei stimmt aber. Polizei ist ganz falsch. Ich sag's euch mal. Ihr seid ganz, ganz weit weg. Kriegsbemalung. Ganz weit weg. Es ist ein Fachbegriff aus der Medizin. Abteilung Embryologie. Aus einem befruchteten Ei entsteht nach 2 Wochen die ovalförmige Keimscheibe. So heißt das Ding, über die quer ein sichtbarer Streifen verläuft. Dieser Streifen legt die Körperlängsachse des Embryos fest. Definiert also, wo später mal oben und unten ist. Wo später mal Kopf und Beine sind. Und dieser Streifen ist der sogenannte Primitivstreifen. Primitiv, weil abgeleitet vom lateinischen primitivus, ursprünglich, hier im Sinne von körperlichem Ursprung des Embryos. Ja, sehr geil. Den hatte ich wunderschön. Wäre nicht drauf gekommen, Freunde. Wunderschön. 500 Euro für Björn Herold. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Petra Gerdes wohnt in Bad Zwischenahn und möchte Folgendes wissen. Was ist die erste Aktion eines Kuckucksbabys, nachdem es geschlüpft ist? Fressen. Nee, die erste Aktion eines Kuckucksbabys, das ist ja total süß, weil wir wissen ja, es gibt Kuckuckseier. Deswegen, weil die immer in fremden Nestern abgelegt werden. Schmeißen alle das heißt, raus. Der Kuckuck, das Kuckucksbaby, das guckt sich um und denkt, wo bin ich denn? Eichel her, Amsel. Nur aufgrund der Federn, in welchem Nest es sich befindet, um direkt in deren Sprache kommunizieren zu können. Ja, es ist ähnlich romantisch. Ja. Und zwar ist es so, dass es schlüpft aus und schmeißt alle anderen runter, dass es das Einzige ist. Ja. Korrekte Antwort. Ja. Oder so. Ja. Oder so, aber guck dich mal nicht.
Und zwar alles, was im Nest ist. Sowohl Eier als auch andere Jungvögel. Ja. Eltern auch? Wenn die da sind, wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. Und nach der Aktion werden die dann von den fremden Eltern noch gefüttert? Ja, also es will mit niemandem seine Nahrung teilen müssen. Also schmeißt es alle anderen Eier aus dem Nest und auch andere Jungvögel, wenn die da sind, bis es allein im Nest ist. Und dann lässt es sich 3 Wochen von seinen unfreiwilligen Adoptiveltern füttern, bevor es abhaut. Boah, was ist das denn eine fiese Charakter, der Kuckuck? Ja, vor allem schlimm ist, da kommt so ein kleiner Spatz, der muss ja nicht so gut, der wird riesengroß und fett. Und dann muss den immer wieder füttern. So ein riesen Kuckuck sitzt dann in dem Nest. Das ist gemein. Das ist gemein, ne? Das ist richtig. Ja, Petra, es tut mir leid, aber das war die richtige Antwort von Bernhard Hohecker. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich zeige euch mal ein Foto. Ich kann es auch gleich mal rumgehen lassen. Das wäre schön, weil ich habe meine Brille nicht auf. Dieses Foto, meine Damen und Herren, zeigt, Europas schönste Bahnstrecke. Zeigt einen Streckenabschnitt der Schweizer Regionalbahn von Neuchâtel nach La Chaux-de-Fonds. Und jetzt die Frage dazu von Joachim Später aus Neuchâtel. Warum stehen an einem Schweizer Bahngleis, an diesem hier, 2 Metallpfosten, mit jeweils 4 horizontal abstehenden Besen. Das ist lustig. Die machen immer die Nummer von dem Zug sauber. Dass die, ja, nee, der Zug an sich hat an der Seite ja immer Namen stehen, wie er heißt, oder Nummern. Und die machen den schön an. Ja. Können Sie das bitte weiter rumgeben? Nein, natürlich. Die machen das immer, wenn der Zug da einfällt. Wobei dahinter kommt, glaube ich, ein Tunnel. Ja, es ist ganz anders. Da es kommt ist, ein Tunnel. Ist ganz anders. Neuchâtel und La Chaux-de-Fonds. Ja? Ja, zwischen Neuchâtel und Städte, La Chaux-de-Fonds. Wo es Zoo gibt. Wo es große Zoo. Ja, sehr schön. Großen Zoo gibt. Und wahrscheinlich werden die Tiere ab und zu hin und her transportiert. Und um diese Zeit sinnvoll zu nutzen, lässt man die aus dem Fenster rausschauen und putzt denen dabei die Zähne. Ich glaube, ich hab auch so eine ähnliche Idee. Ich glaube, es ist eine Barbierstrecke. Wenn man sich schlecht rasiert hat, da kommt dann noch Schaum dran. Und dann kann man so raus, als Mann, auch raus, das Gesicht halten vor dem Tunnel. Dann wird man eingeseift, dann durch den Tunnel, wird das weggerubbelt in den Tunnel. Und wenn man rauskommt, steht da so ein großer Eimer. Wie so eine Waschanlage. Ja. Es ist im Grunde noch anders. Es ist eine Tunnelwarnvorrichtung. Für Kinder, die aus dem Fenster gucken und sonst nicht hören, kriegen die von dem Besen eine gewischt und gehen wieder ins Abteil Innere. Ja, warte, das kann sein. Ah, der Blick, das ist nah, das ist wenn richtig. Es nicht so richtig ist. Der Tunnel ist sehr schmal. Nur für Kinder? Für alle! Für alle Passagiere, für alle Passagiere, die aus dem Fenster gucken! Richtige Antwort, ja. Klatsch und Boom! Ja. Rappala. Gib mir mal bitte so. Also Grund für dieses Besensignal ist eine immer noch geltende Vorschrift aus der Zeit der Dampflokomotiven in der Schweiz. Damals konnte man während der Fahrt noch den Kopf zum Fenster rausstrecken. Und vor allen engen Tunnels wurden daher solche Besensignale aufgestellt. Die Fahrgäste sollten beim Rausschauen durch die Besen erschreckt werden und den Kopf noch rechtzeitig einziehen vor dem Tunnel. Und weil auch heute noch auf dieser Strecke Waggons verkehren, deren Fenster geöffnet werden können, steht an der Stelle immer noch ein Besensignal. Wären scharfe Messer nicht auch? Also, unter Umständen schon, aber Besen sind schöner. Joachim Später aus Neuchâtel. Es tut mir leid, Sie haben es gewusst. Das ist wirklich sehr schön. Das ist doch was, aber warum ist das was, da, gibt es da Köpfe, die da drin hängen bleiben? Also, das glaube ich nicht, Herr Hohecker, dass es da Köpfe gibt. Aber ich glaube, Speisereste, Pickel, alles, was... Elefantenrüssel, Brille. Alles, was man so möchte. Aber ich finde das sehr schön. Gibt es bei uns leider nicht mehr, aber sollte man einführen. Finde ich sehr lustig. Wir kommen zu Claudia Schneider, wohnt in Hemer-Immert. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Und Claudia hat eine sehr schöne Frage. Sie möchte wissen, warum wurden sämtliche Wiener Fiaker im Juni 2004 mit einem Fußpedal ausgestattet? Weil der Schaffner, hätte ich beinahe schon gesagt, weil der Kutscher bislang immer mit den Füßen bremsen musste. Und das ist ja sehr auf die Fußsohlen gegangen. Wie hat er denn mit den Füßen gebremst? Auf dem Boden? Sitzt da, ja, natürlich ein Loch in dem Fiaker. Gebremst. Jetzt hat der endlich ein Fußpedal und muss nicht mehr seine Sohlen abrubbeln. Aber der muss ja mindestens 3 Meter lange Beine gehabt haben. Wann war das? Es gab dieses Pedal vorher nicht. Seit Sommer 2004 gibt es dieses Pedal. Vielleicht fahren die seitdem auch auf Schienen. Und der tritt auf so ein Pedal, so...
Und dann gehen so spezielle Rollen runter, der ganze Fiaker hebt sich hoch und dann kann er durch so einen U-Bahn-Schacht zum Beispiel. Und das Pferd weiß auch, wo es lang geht. Ja, das Pferd ist ja immer in der Mitte. Darf ich noch mal fragen, diese wie heißt das, die Formulierung, die Fußpedale? Warum wurden sämtliche Wiener Fiaker im Juni 2004 mit einem Fußpedal ausgestattet? Ah, das steht also nicht zum Bremsen oder so, sondern es kann was ganz anderes sein. Ja, ich weiß. Warum? Das liegt daran, dass die Fiaker-Fahrer, Führer, wie auch immer man sie nennt, nicht mehr alleine vom Fiaker fahren leben können. Sprich, die fahren parallel auch noch Taxi. Und jetzt können die sich aber für die paar Male, wo sie Fiaker fahren, nicht so schnell umgewöhnen. Das heißt, damit die nicht den Boden durchtreten, haben die da so ein Pedal hingemacht, damit die und machen immer so, gleich so vom Gaspedal vom Taxi. Jetzt habe ich eine Theorie. Die Pferde der Fiaker in Wien haben alle unter ihrem Schweif ein kleines Säckchen, damit die Pferdeäpfel aufgefangen werden. Und es gibt jetzt bestimmte Kuhlen, also Gruben auf den Wiener Straßen oder in irgendwelchen Seitengassen, wo die mal eben vorbeifahren können, können mit dem Pedal dieses Säckchen öffnen, dann senken sich die Pferdeäpfel in diese Grube, das Säckchen geht wieder zu und die können weiterfahren. Also es ist die Entleerung des Säckchens mit dem... So nicht. Aber es hat mit den Pferdeäpfeln zu tun. Ah, wenn dir das Pedal Zapfsignal, ähnlich wie beim Staubsauger, wo ja ein Birnchen aufleuchtet, wenn der Sack voll ist. Also wenn der Fiaker-Fahrer sieht, der Sack hinter dem Pferd ist voll. Was wäre das schön, wenn es das auch bei Männern gäbe. Ne? So Samenstau, die kleine sehr... Aber gibt's doch. Gibt's doch, ne? Dann drückt wenn der das... Wenn der Sack voll ist, wird die Nase rot. Ja. Dann drückt der das Pedal. Und dann? Dann erscheint oben das Sackvoll-Signal auf dem Fiaker. Und ihr macht gerade den zweiten Schritt vor dem ersten. Frau von Sinnen auch. Wahrscheinlich muss der Apfel erstmal raus aus dem Pferd. Und das Pferd, die haben gentechnisch was entwickelt. Mit dem Pedal. Der Kutscher macht was? Er drückt den Sack auf. Der Sack geht auf, die Äpfel fallen rein, er lässt das Pedal wieder los, das Ding geht wieder zu und die Äpfel sind im Sack. Richtig. So, genau jetzt habe ich... Genau auf die Antwort bin ich aber zuerst nicht gekommen, deswegen habe ich gedacht, es geht um Entsorgung, denn woher weiß denn bitte der Kutscher, dass das Pferd kacken das muss? Das sieht er. Das sieht er. Das Pferd ist an Meter weg, das sieht man. Das sieht er. Das Pferd wenn das Pferd den Schweif annimmt, der Kutscher sieht von hinten genau, wann das Pferd sich anschickt zu äpfeln, das sieht man. Ja, dann macht es dann Sinn. Dann drückt er aufs Pedal, dann öffnet sich der sogenannte Poo-Bag, so heißt das Ding, und die Äpfel fliegen rein. Und dann ist die Sache erledigt. Ja, dann macht und es Sinn. An extra aufgestellten Mistkübeln können die Kutscher diese Pferdewindeln entsorgen. Hintergrund, rund 500 Kilogramm Pferdeäpfel fallen pro Tag in Wien an und fielen bis zum Sommer letzten Jahres auf die Straße. Und um den Gestank loszuwerden und die Kosten für die tägliche Stadtreinigung zu sparen, müssen diese Kutscher nun alle per Fußtritt den Poo-Bag öffnen. Na, da hätten sie aber auch mal einen Tuck früher drauf kommen können auf die Nummer. Aber vielleicht ist das dem ästhetischen Empfinden nicht so ja, zu. Hätten sie... So ein Sack unterm Pferdearsch. Sind sie aber nicht. Ja, dem Pferd bestimmt unangenehm, aber ist ja wurscht, nicht? Seitdem riecht es in Wien endlich wieder nach Abgas. Unangenehm ist es doch nicht. Ja, aber das Pferd gewöhnt sich doch dran an so einen Sack. Haben wir doch auch. Wir wollen es mal hoffen. Es gibt es ja erst seit... Ach, Sie haben sich auch dran gewöhnt. Es gibt es ja erst seit 2004. Claudia, es tut mir leid. Sie haben es gewusst. Ja. Ja, ihr Lieben, ich habe es ja schon von Anfang an gewusst. Es wird... Ich glaube, so viel haben wir noch nie rausgekriegt. Danke, Hans-Christian Anders. Ja, natürlich. Es war sehr interessant. Meine Damen und Herren, wir sehen uns morgen wieder. Und nee, wir sehen uns morgen überhaupt nicht wieder. Quatsch, heute ist Samstag. Ja, also ich fand es sehr interessant und wir haben trotzdem noch ein bisschen Geld unter die Leute gebracht. Und bedanke mich bei allen. Das war genial daneben. Tschüss. Ja, sehr gerne.
So ein Einsatz geht an die Substanz. Dann